Gibt es das perfekte Teammeeting? Die klare Antwort lautet Jein. Es gibt Teams, die machen unglaublich viel, unglaublich richtig in ihrem Teammeeting. Und es gibt andere, die machen leider eine ganze Menge ziemlich falsch. Ich arbeite als Teamcoach schon viele, viele Jahre. Es gibt Teams, die ich schon über mehrere Jahre immer wieder begleitet habe, jedes Jahr mit einem Teamcoaching, teilweise auch mit Einzelcoachings für die einzelnen Teammitglieder. Und es zeigt sich immer wieder, dass das Teammeeting, meistens ja wöchentlich oder 14-tägig, dass das so das Herzstück der Zusammenarbeit ist. Was will ich damit sagen? Wenn im Teammeeting die Dinge sehr gut laufen, dann ist es meistens auch so, dass in so einem Team die Dinge gut laufen, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, dass respektvoll miteinander umgegangen wird, ja, und dass auch ein wirklich produktiver Output da ist. Und andersrum genauso, wenn Teammeetings schlecht laufen, wenn die sehr zäh sind, wenn Menschen unzufrieden aus der Teammeeting-Situation rausgehen, dann zeigt das meistens auch, dass in dem Team insgesamt eine ganze Menge nicht stimmt. Deswegen lohnt es sich, an Teammeetings zu arbeiten, sprich neue Dinge auszuprobieren, Sachen zu verändern. Und genau dafür habe ich diese Videoserie gemacht. Es geht um das, was erfolgreiche Teams richtig machen, beziehungsweise es geht auch einfach darum, was du vielleicht, wenn du mit deinem Team, mit deinem Teammeeting nicht so glücklich bist, was du vielleicht verändern könntest, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert. Es ist eine Videoserie mit ganz konkreten praktischen Tipps, kein großes Blabla, kurz zusammengefasst, knackige Übersichten, ein paar hilfreiche PDFs zum Download gibt es natürlich auch noch dazu. Und wenn du möchtest, ja, dann schau sie dir an. Meine Serie für hervorragende, exzellente und vor allem freudemachende Teammeetings.